Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute sind wir am Stand von Steambo und ich darf hier heute die M10 einmal für euch vorstellen. Und wenn du das sehen willst, dann bleib dran. Heute kommt mal ein ausführliches Video zur M10, nicht dieses kurze 30-Sekunden-Video. Und hier haben wir jetzt auch eine M10, die passt zu meiner Hose farblich. Also es ändert sich natürlich vom Grundkörper erstmal gar nichts. Das Ding passt weiterhin auf die Gen 0, auf die Gen 1 und auch auf alle weiteren Gens, die noch kommen werden. Und dementsprechend passen natürlich auch alle Color Kits dran. Ich würde einfach euch mal gerade zeigen, was für Möglichkeiten man bei der M10 hat und was mir hier besonders gut gefällt. Also als erstes, was mir besonders gut gefällt, ist einfach die Möglichkeit, super, super schnell an die Schiene ranzukommen. Wenn ich hier zum Beispiel einmal sauber machen will oder sie pflegen will oder auch einfach schnell den Wurfarm rausnehmen will, die Sehne wechseln will oder einfach nur das Ding schnell verstauen will. Hier ist natürlich auch mega gut, wenn man den Klappschaft hat, weil da hat man innerhalb von wenigen Sekunden ein Packmaß, was in so gut wie jeden Rucksack reinpasst. Ich habe jetzt hier mal den olivfarbenen Steambo-Rucksack und wir gucken einfach mal, ob wir das da reinkriegen. Und ich würde sagen, it's a match. Das passt auf jeden Fall. Und das geht auch sehr schnell. Und wir können sie natürlich auch super schnell wieder aufbauen. Das geht fix. Außerdem haben wir hier einen Quick Detacher für eine Sling. Das ist ziemlich praktisch. Ich habe das hier bei mir immer mit Schlüsselringen gelöst. Funktioniert, ist nicht so schön. Das hier ist auf jeden Fall stabiler und das ist natürlich auch sehr gut ausgewogen. Also so kann man auch eine One-Point-Sling verwenden. Und ich kann jetzt hier auch meinen Karabiner einfach benutzen und die Stinger so tragen. Eine Sling ist natürlich besser. Ansonsten haben wir hier eine Sicherung und das ist quasi von der Sicherheit her die gleiche Sicherung wie bei der Survival. Das heißt, ich werde jetzt einmal aufspannen, die Sicherung reinmachen und jetzt hier mal mutwillig versuchen, die hochzudrücken. Es geht nicht. Das ist safe, das ist bombensicher. Da passiert nichts. Man kann es so fest versuchen, wie man will, da löst sich kein Schuss. Und das ist wirklich sausicher. Und nebenbei auch viel, viel sicherer als diese Fake-Sicherung, die wir alle von der Alligator und wie sie alle heißen, kennen. Weil das vermittelt meiner Meinung nach auch einfach das falsche Bild. Es ist nicht sicher. Weil wenn man jetzt das macht, was ich eben gemacht habe, dann würde sie sofort flitschen gehen bei einer Alligator oder MX. Hier kann das nicht passieren, weil wirklich absolut safe ist. Und im Grunde könnte man damit jetzt Fußball spielen. Ich will es aber trotzdem nicht riskieren. Ansonsten haben wir hier natürlich die Standardaufnahmen. Also wie gesagt, es passt auf jeden Lower von der Stinger. Aber das, was die M10 so besonders macht, sind natürlich die 10 Schuss in diesem Magazin. Und man kann es wechseln. Das ist einfach der Hammer. Das heißt, meine Nachladezeit verkürzt sich mal eben so auf... Oh, CDM3 ist noch gar nicht da. Bei Crossbow Dynamics gibt es bald das CDM3 und da könnt ihr sehen, wie schnell ich nachladen kann mit der alten Stinger. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie schnell ich nachladen kann mit der neuen Stinger. Das ist wesentlich schneller. Wenn ich jetzt einen Gürtel oder einen Chestrick hätte mit Magazintaschen, dann wäre das natürlich noch viel schneller. Ja, hier kann man sehen, wie man das Magazin befüllt. Und das schauen wir uns jetzt mal selbst an. Hier ist das Magazin. Ich drehe mir das jetzt einfach mal auf die Seite. Und mache die hier rein. Und das geht echt super fix. Also meiner Meinung nach wesentlich schneller als bei einem Speedloader, weil man halt einfach nicht darauf achten muss, dass die Vanes da reinkommen. Einfach reindrücken und gut ist. Echt intuitiv. So, jetzt können wir hier auch einmal sehen, die stapeln jetzt wirklich schön sauber als Double Stack. Das gefällt mir sehr gut. So, aber das war natürlich nur die halbe Miete. Jetzt müssen wir einmal gucken, wie lange dauert denn jetzt das tatsächliche Nachladen.
von 0 auf 10 Pfeile. Leer. Voll. Sehr geil. Wie schnell das Nachladen als Rechtshänder geht, haben wir gesehen. Ganz schnell. Jetzt gucken wir einfach mal, geht das auch als Linkshänder so schnell? Das geht schon mal so. Und auch das geht. Geil. Einfach geil. Wann kommt meine M10? Ich freue mich sehr drauf. So, und jetzt gucken wir einmal, wie schnell man nachladen könnte, wenn man sowas hier hätte, ein Chestrick. Zum Beispiel für den sportlichen Einsatz. Sagen wir mal, das Ding ist jetzt leer. Geil. Kurz 40 Schuss durchgemacht. Sehr geil. Ich kann es kaum erwarten, bis ich das Ding haben kann. Kann ich es nicht einfach mitnehmen? Also das ist wirklich Wahnsinn. Vor allem, weil hier einfach das Doppelte von meiner typischen Schussanzahl reinpasst. Also in die normale Stinger passen ja 6 Schuss. Ich mache es immer mit 5, einfach weil ich es mit 5 besser kann. Ich rechne immer in 5er Potenzen bei dem Schießen. Und vor allem ist es halt auch einfach wegen den Speedloadern so. In den Speedloader passen 5 rein, deswegen trainiere ich immer mit 5. Und das finde ich natürlich auch sehr cool, dass wir hier bei einer 5er Potenz bleiben. 10 ist 5 mal 2. Also doppelt so viel Spaß und das in wesentlich, wesentlich kürzerer Zeit, was das Nachladen angeht. Ich wurde von einem Zuschauer darauf hingewiesen, dass man jetzt hier ja gar keinen Sichtschlitz mehr hat. Also man sieht gar nicht mehr, wie viele Pfeile noch drin sind. Und das stimmt, das ist mir jetzt im Nachhinein auch aufgefallen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich nutze den Sichtschlitz nie. Weil ich bin mir bei den ersten Schuss eh immer sicher, dass es noch genug Pfeile drin sind. Und wenn, dann geht es mir um den letzten und um den, der jetzt auf der Rail liegt. Und den sehe ich natürlich immer noch, wenn ich die Stinger einmal kippe, kann ich sehen, liegt hier ein Pfeil oder nicht. Wenn kein Pfeil liegt, dann hole ich mir die Sehne wieder nach vorne. Und wenn da ein Pfeil liegt, dann hole ich sie mir auch nach vorne, aber mit dem Finger. Die M10 hat außerdem von vornherein Kimme und Korn. Und hier haben wir auch eine Schraube. Das heißt, ich nehme an, dass man das früher oder später auch wechseln kann. Vielleicht schon, sogar von Anfang an wird es Wechselaufsätze geben. Ansonsten, man hat halt wirklich Kimme und Korn. Man hat ein Leuchtkorn und nicht wie bei der alten Version quasi Korn und Korn. Das ist jetzt wie bei der Metallversion wirklich Kimme und Korn. Hier vorne sehen wir jetzt noch eine Besonderheit von der M10. Denn hier ist nicht nur das Leuchtkorn, sondern hier sind auch direkt 2 seitliche Schienen dran. Das ist so der Standardaufbau, aber hier wird es Wechselmodule geben. Und hier am Steamboat-Stand können wir uns direkt auch eine 2. Version anschauen, wo das anders gelöst ist als hier. Hier fehlt dieser Part nun, das heißt, wir sind hier wesentlich flacher und das ermöglicht uns was sehr, sehr Cooles. Dadurch, dass das jetzt so tief ist, heißt das, wir können da jetzt sehr gut ein Red Dot aufsetzen, ohne dass es hoch aufbaut. Ich nehme hier mein Lieblings-Red Dot, HS510C. Und das hat einen Schnellverschluss, das heißt, ich habe es innerhalb von wenigen Augenblicken hier drauf. Und es hat eine sehr, sehr flache Visierlinie. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. So passt es jetzt für mich perfekt. Es ist eine Linie. Bei dieser Stinger sehen wir jetzt außerdem noch weitere Teile, die mit der M10 kommen werden. Und zwar sehen wir hier schon den neuen Steamboat Shaft. Der erinnert mich ein bisschen an meinen alten Shaft von Fab Defense und hat aber einen ganz großen Vorteil, denn er hat hier Rillen. Und dadurch ist es quasi unmöglich, dass der Shaft eingedrückt wird. Ich kann mich da quasi draufstellen, da passiert gar nichts. Und das ist für mich persönlich relativ wichtig, denn ich nehme ja den Shaft beim Repetieren nicht raus. Das heißt, unter Umständen drücken hier jetzt 150 Pfund auf diese Platte. Und dadurch, dass die hier verriegelt ist, passiert da gar nichts. Das ist sehr cool. Den Schaft kann man natürlich wie immer einstellen und wie immer natürlich auch relativ einfach runternehmen. Und hier haben wir noch ein Teil, was man so noch nicht kennt. Das ist der neue Griff von Steamboat. Und der hat eine ganz coole Besonderheit, denn er hat ein kleines Geheimversteck. Und hier kann man zum Beispiel Batterien reintun, aber natürlich auch eine Sehne oder eine Spannhilfe. Mit der Metallspannhilfe wird das wahrscheinlich ein bisschen eng, aber ich bin mir ziemlich sicher, meine Dynema-Spannhilfe kriege ich da bestens rein. Das wären soweit alle Features von der M10. Wie sie schießt, das können wir hier heute nicht testen, aber sobald ich meine M10 habe, werden wir das Ding auf Biegen und Brechen testen.
Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich für heute. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du auch nächste Woche dabei bist. Hier bei MAG. Modern Archery Germany.